Was hat der Junge jetzt schon wieder angestellt? Ein Schelm, ein mittelgroßer Schelm. Hört sich das mal einer an. Tatsächlich ein Schelm, wie er im Buche steht, jenseits von Gut und Böse. Man hat auf ihn gewartet, lange Zeit. Lange Zeit hat er gebraucht, um sich vorzubereiten. Dann haben sie ihn 2016 abgefangen. Ja, kurz vor der Universität hat sie ihn erwischt. Volle Breitseite. Mit Ärzten und Gesundheitsämtern und Gerichten. Und Polizei einsetzen, haben sie diesen Schelm, wollten sie ihn abstellen. Er sei gefährlich, er sei ja krank. Er hat die Familie eingebunden, hat alles getan, dieser Schelm nicht noch als ein erfolgreicher Schelm durchgeht. Er hat ihm sein Studio genommen, sein Geld. Er hat ihn sogar 2 Jahre auf die Straße geschickt. Die haben ihn so lange terrorisiert in Berlin von 2016 bis 2020, bis er ins Asyl sollte. Er hat nur alles getan, haben sie ihn nun von Frauen ferngehalten. Alles, um irgendwas zu verpuffen, zu verstricken. Ja, jetzt sitzt der Bengel da mit zerkautem Kiefer, mit gebrochenem Kiefer, was gegen Folter. Nachlos wurde der ja 8 oder 7 Jahre gefoltert. Müsste eigentlich der Kiefer mit 6-fachen Schnitten und Klammern wieder korrigiert werden. Pipapo, das volle Programm, und die haben sich scheinbar nicht entfernt. Bis in den tiefsten Osten hinein. Komplett. Der Junge, er kommt zu nichts, er kann keine Musik machen seit Jahren. Die lassen den nicht in seinen Freundeskreis ständig mit dem Belästigen rund um die Uhr tapfen. Programm oder komische Methoden, die ihn geladen werden. Und da lassen die jetzt nichts kommen. Und noch zum Thema Rainy Days Lo-Fi Beats. Eigentlich wäre der Junge ganz woanders gelandet in seiner Musik. Das haben die jahrelang alles unterdrückt, dass er vernünftig komponiert. Die gesamte Collection Rainy Days Lo-Fi Beats wurde auch unter diesem ganz schädlichen Einfluss erstellt, komponiert, größtenteils zumindest, und veröffentlicht. Ja, eigentlich hätte man was ganz anderes gehört. Na, danke, ne? Und den will man nicht ausfliegen aus Deutschland. Ja, das war vertuschen. Mensch, danke.